Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal waren wir auf der Soiree der Mandragora, denn dort wollten wir eigentlich, ja, den Cintria finden, der ja, oder den wir ja für die Entführung von, von Renavet, der Freundin von Detlef, verantwortlich gemacht haben. Allerdings hat sich die ganze Sache ein bisschen verkompliziert, wenn man das so sagen kann. Und zwar ist der Cintria gar nicht der Drahtzieher, sondern auch nur ein Mittelsmann gewesen. Und der wollte auch nur auf diese Soiree, weil er hier ein ganz besonderes Schmuckstück stehlen sollte. Allerdings, ja, wurde er beim Stehlen überrascht und von der Hausherrin Orianna aus dem Fenster geworfen. Und ja, ist dementsprechend tot gewesen. Das heißt, wir konnten ihn auch leider nicht mehr befragen. Allerdings haben wir trotzdem ein paar Kleinigkeiten rausgefunden. Und zwar, das Schmuckstück ist ja ein ehemaliges Familienerbstück der Herzogsfamilie gewesen. Und deswegen vermutet die gute Herzogin jetzt, dass ihre Schwester Sianna, ihre verstoßene Schwester Sianna, in irgendeiner Weise da mit hinein verwickelt ist in die ganze Sache um die Entführung von Renavet. Und ja, im Prinzip haben wir jetzt den Auftrag, Renavet zu retten, um ja Detlef davon abzuhalten, dass er weiter morden muss. Und ja, wir sollen auch gleichzeitig noch Sianna finden, die verschollene Schwester von der guten Herzogin Anna Henrietta. Frage war natürlich noch, wo wir das Ganze angehen sollten. Und zwar, ja, wir haben aber auch herausgefunden, wo sich die Entführer aufhalten, nämlich auf Burg Duntyn, da der Cintria ein Messer von eben jener Burg dabei hatte. Und ja, jetzt sollen wir uns eigentlich mit Damian treffen, die Burg angreifen und ja, Sianna und Renavet finden. Das ist im Prinzip jetzt unser Auftrag, aber das werden wir natürlich nicht in dieser Folge erledigen. In dieser Folge werden wir uns erstmal ganz vielen anderen Kleinigkeiten noch widmen. Dazu komme ich aber später. Erstmal möchte ich ganz kurz die Sachen erledigen, die ich aus der letzten Folge noch erledigen wollte, nämlich zum einen die Armbrust anlegen. Dann kann ich eigentlich auch gleich mal Spaltbolzen reinpacken, wenn wir schon mal dabei sind. Und ich sollte auf jeden Fall auch nochmal bei unserem Weingut vorbeischauen und die Rüstungen hier ablegen. Aber was ich noch machen wollte, war natürlich Glyphen in die Rüstung einschreiben. Die Frage ist, will ich jetzt gleich schon große Glyphen verwenden oder doch lieber... wir haben drei groß, also gut, Irden werde ich so oder so nicht reinmachen, weil ich Irden sehr selten benutze. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch noch zu einem Schmied mir die Schemata kaufen, aus den kleinen Glyphen mittlere Glyphen, also normale Glyphen machen und aus den Glyphen dann wiederum große Glyphen. Aber es ist mir alles ehrlich gesagt so umständlich, so wichtig ist es nicht. Die großen Glyphen würde ich mir ganz ehrlich gesagt noch ein bisschen aufheben. Obwohl, wisst ihr was, ich packe mal Igni, große Glyphe kann auf jeden Fall schon rein, davon haben wir eh drei. Dann würde ich sagen, packen wir die normale Igni-Glyphe noch rein, packen wir noch eine Quen-Glyphe rein, eine Axi-Glyphe und eine Art-Glyphe. Dann haben wir von jedem etwas und dann von jedem noch eine kleine Glyphe. So, dann ist Igni jetzt verstärkt, sollte ich das vielleicht auch mal wieder benutzen. Das passt doch alles schon mal sehr gut. Dann packe ich auf jeden Fall noch, sehe ich gerade, eine Fackel wieder da nach unten. Sehr schön. Und dann will ich noch ganz kurz den Liebesbrief lesen, den wir beim letzten Mal gefunden haben. Den haben wir nämlich gar nicht durchlesen können. Alter, wie viele Masken wir schon haben, fällt mir auf. Die Mandragora-Maske, die zeremonielle Maske, eine Hasenmaske. Das Ding kann man, glaube ich, auch aufsetzen. Oder? Ja, Tatsache. Aber wahrscheinlich nicht zusammen mit der Maske, ne? Nee, nur eins davon. Na gut. Soll uns jetzt aber erstmal nicht mehr weiter interessieren. Wo sind denn jetzt meine Fackeln, ist die Frage. Wo sind die denn jetzt hin verschwunden? Mal ernsthaft, wo sind meine Fackeln hin? Jetzt sind meine Fackeln verschwunden. Naja gut, im Notfall nehme ich halt Katzetrank. Komisch. Verschwinden auf einmal die Fackeln. So, das soll es aber jetzt erstmal, ist erstmal egal. Wir packen mal die Hasenmaske wieder runter. Vielleicht finden sich die Fackeln irgendwann wieder an. Was ist das denn? Ein Hebel. Ach so, okay. Gut, nein, ich wollte eigentlich den Liebesbrief lesen noch. Hab mich jetzt schon wieder viel zu sehr ablenken lassen. Das Schöne ist, wir müssen jetzt gar nicht alles hier durchgucken, weil, da wir den Liebesbrief noch nicht gelesen haben, sollte der nach Möglichkeit markiert werden. Sag mal, kann man nicht auch... Nee, man kann leider nicht ordnen nach der Zeit, wo man es gekriegt hat. Willst du mich verarschen? Jetzt bin ich wieder ganz oben. Okay, eigentlich sollte man nämlich den sehen können, weil der markiert wird. Es wird nämlich, soweit ich weiß, alles markiert, was man noch nicht gelesen hat. Hoffe ich zumindest, weil sonst scheiße ich, glaube ich, jetzt auf den Liebesbrief oder guck mal kurz. Ah, da ist er. Sehr schön. Der Liebesbrief. Laura, o meine Herzallerliebste, o einziger Sonnenstrahl am Firmament meines Lebens, ich schütte dir mein Herz aus. Seit Wochen werfe ich verstohlene Blicke in deine Richtung, in der Hoffnung, dass du vielleicht einen Bruchteil der Gefühle für mich empfindest, wie ich sie für dich hege.
Ich habe lange gewartet und Mut gesammelt, um dir meine Gefühle zu gestehen. Ich hätte auch noch länger gewartet, wenn du auf der heutigen Soiree nicht in Gesellschaft dieses zechenden, schwafelnden und angeberischen Weiberhelden Alphonse de Réside aufgetaucht wärst. Als ich sah, wie du von diesem mickrigen Arsch umschmeichelt wurdest, wusste ich sofort, dass ich handeln musste. Deshalb griff ich zu den besten Waffen in meinem Arsenal, der Feder und dem gewandten Wort, und habe diesen Brief an dich verfasst. Vergib mir, dass er auf einer Serviette steht, da ich zu jenem Zeitpunkt nichts Passenderes zur Hand hatte. Oh, du bezauberndste aller Frauen, glaube kein Wort von dem, was er dir ins Ohr flüstert. Er ist schlüpfrig wie eine Schlange und zweimal so giftig. Weise seine Avancen zurück und lass stattdessen uns beide Hand in Hand spazieren. Ich will dich mit Trauben füttern und gemeinsam mit dir das Glück auf Erden erleben. Für immer dein Fabian. Na gut, da hatte die gute Anna Henrietta recht. Der ist ja echt nicht so doll, der Liebesbrief. Na gut, so, jetzt will ich noch mal ganz kurz... Ach, scheiß auf, ich kann doch hier auch... Die Fackeln sind irgendwie, keine Ahnung, ich habe meine Fackeln kaputt gemacht. Ist ja auch egal, so wichtig sind sie jetzt auch nicht. So, was wollen wir jetzt machen? Und zwar, was ich als erstes machen möchte, ist ganz ehrlich der Manticore-Schule weiter folgen, denn... Wie wir ja schon gemerkt haben, im Gegensatz zur zum Beispiel Wolfsschule, die wir ja relativ stark an einem Ort gefunden haben, haben wir hier ein Schema gefunden, hier im Gefängnis, wir haben hier irgendwo im Osten ein Schema gefunden und das nächste Schema finden wir hier irgendwo im Norden. Und ja, dementsprechend würde ich jetzt ungern hier diesen Teil von Toussaint erkunden, dann mir das Schema angucken, nur um dann zu merken, dass ich vielleicht wieder in diesen Teil von Toussaint zurück muss. Das wäre ein bisschen schade, deswegen will ich erstmal eventuell das Schema finden. Wir wissen ja, der gute Merten wurde ja zum Glauben des Majoran konvertiert, hat hier unten ein Gebet geschrieben und ist jetzt quasi auf seiner Pilgerreise unterwegs. Und ja, das Ganze wollen wir uns auf jeden Fall noch angucken. Und wenn wir eh schon noch auf dieser Seite des Saint-Retour sind, können wir uns gleich auch noch um die restlichen Sachen hier kümmern. Hier ist noch eine Hansebasis, die ich mitnehmen möchte. Hier gibt es, glaube ich, irgendwo noch eine Quest, die wir mitnehmen können. Und was wir aber als erstes angehen, tatsächlich ist das Vermentino-Weingut wieder in Schuss zu bringen, denn das befindet sich ja auf dieser Seite des Saint-Retour. Deswegen Plan wie folgt. Ich hole mir die, kümmere mich um das Weingut Vermentino, dann kümmern wir uns hier um die Hansebasis, die andere Quest, die hier eventuell noch ist, dann um das Schema, gehen dann hier im Norden rum, gucken uns hier ein bisschen um, hier scheint auch ein bisschen was zu sein, hier ist ja irgendwo noch ein Auftrag, hier müssten wir uns dann um das Coronata-Anwesen kümmern können dann uns gleich unsere beiden Belohnungen abholen. Und dann würde ich ganz gerne erstmal nach Süden, und zwar zu diesem Örtchen, denn hier, wenn ich das richtig gesehen habe, können wir nochmal Quint spielen, da müssten wir, glaube ich, unsere letzte Karte nämlich schon kriegen, dann können wir uns nämlich auch endlich dem verdammten Quint-Turnier widmen. Das will ich ja jetzt auch, da will ich ja jetzt auch nicht mehr zu lange warten, das steht ja schon kurz vor Beginn, wie wir gemerkt haben, und ja, dementsprechend werden wir uns jetzt, sieht so erstmal der Plan aus, ob das alles so klappt, weiß ich nicht, das werden wir dann gleich sehen, oder... in den späteren Folgen, aber so ist im Prinzip erstmal der grobe Plan, danach sehen wir weiter. So, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt als erstes auf in Richtung unseres eigenen Weinguts, das ist ja aber zum Glück in der gleichen Richtung, denn ich will halt, wie gesagt, die überflüssigen Rüstungen und Schwerter wieder ablegen, denn, ach, sorry, denn an sich, ich meine, ich könnte natürlich auch die meisterlich gefertigte Wolfsrüstung verkaufen einfach, weil wir haben ja die Großmeister-Wolfsrüstung. Was will ich da also mit der meisterlich gefertigten? Aber wie gesagt, eigentlich sollte man die meisterlich gefertigte ja benutzen, um die Großmeister-Rüstung herzustellen. Ich weiß nicht genau, was der Grund ist, warum man das bei der Wolfsrüstung nicht tun muss. Ich finde es halt ein bisschen unlogisch und ich will jetzt nicht halt dafür die Wolfsrüstung verkaufen. Wäre irgendwie ein bisschen blöd, finde ich so. Irgendwo hier müsste ich mal nach links, nach Möglichkeit. Da. Deswegen, ja, werde ich mir da kein extra Geld dadurch erstehlen, sage ich mal. Wir werden mal schauen. Ich meine, ich könnte sie jetzt natürlich auch einfach hier abwerfen, sage ich mal, und irgendwo in der Pampa liegen lassen. Das fände ich aber auch ein bisschen schade. Und zumal, ich glaube, ich habe eh noch ein paar andere Sachen, die ich sowieso in die Truhe bringen müsste. Deswegen ist es sowieso gar nicht mal so schlecht, wenn wir mal schnell bei unserem eigenen Weingut vorbeischauen. Das ja inzwischen auch voll ausgebaut ist, was ich sehr schön finde. Das haben wir schon mal geschafft. Da müssen wir kein Geld mehr reinstecken. Eigentlich das Einzige... So, warte mal, ich glaube, Plötze geht ab jetzt. Ab jetzt müssen wir mit Plötze auch rennen können. Warum verkauft da jemand eigentlich Krankheiten? Ich weiß es nicht. Was ich nur sagen wollte, Großgeld brauchen wir auch, glaube ich, nicht mehr, außer noch für eine weitere Rüstung, weil, wie gesagt, das Weingut ist ja ausgebaut. Das da ist das Turniergelände, das heißt, unser Weingut ist ein Stück weiter den Hügel runter, wenn ich mich recht entsinne. Also, wie gesagt, Geld brauchen wir eigentlich nicht mehr groß, außer vielleicht nochmal für eine Rüstung. Da müssen wir mal gucken, wie gesagt, ich werde die Großmeister Bären und...
Wo ist denn unser Weingut jetzt? Großmeister Bär und Großmeister Greif sammeln. Wird wahrscheinlich auch nicht dazu kommen, dass wir die tatsächlich auch benutzen. Hey. Ist das hier links? Ich glaube hier links, ne? Ja. Weil wir müssten erst noch überlegen und meisterlich gefertigt dafür überhaupt herstellen. Ich meine, natürlich wäre möglich, aber die sehen ja jetzt sowieso nicht so geil aus. Ich nehme sie aber mit, weil wir erkunden ja eh die Sachen und dann können wir auch gleich die Schemata mitnehmen, denke ich. Großmeisterliche Katzenrüstung könnten wir natürlich noch herstellen. Müssten wir schauen, ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Aber wir können ja auf jeden Fall noch die Manticore-Rüstung herstellen. Das ist ja so eine, dann doch nochmal eine etwas andere Rüstung. Die können wir uns ja auf jeden Fall mal angucken und dann können wir ja immer noch entscheiden, ob wir dann auch, ach guck mal, jetzt sind meine Fackeln auch wieder da, sehr schön, ob wir dann nicht auch, und das soll auch alles hier rein, ja. Ob wir dann nicht auch die großmeisterliche Katzenrüstung herstellen? Ich persönlich, sag mal ehrlich, jetzt packe ich gleich die Fackeln darauf, bevor sie wieder verschwinden. Ich finde die Großmeister-Katzenrüstung ein bisschen hässlich. Die hat so eine komische Kapuze, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Die können wir uns ja dann auch angucken, wenn wir das Schema haben. Aber ich finde die nicht ganz so pralle, um ehrlich zu sein. Aber je nachdem, das könnt ihr ja dann entscheiden, ob man da noch die Katzenrüstung nehmen will, ob wir die Manticore-Rüstung nehmen oder ob wir vielleicht sogar bei unserer Wolfsrüstung bleiben. Da ist es dann im Prinzip im Endeffekt auch nicht mehr so wichtig. Oder ihr sagt, wir wechseln wieder zur Vipernrüstung zurück. Das kann natürlich auch sein. Die ist ja auch stark. Haben wir ja gemerkt. So. Bitte was? Ach, guck mal. Und hier ist jetzt auch unser Kräutergarten. Schön. Ja, wenn wir mal Kräuter wieder bräuchten, ne? Leider habe ich schon alle Tränke hergestellt. So, ich glaube, ich mache jetzt mal ein bisschen Querfeldein hier. Weil das Gebiet um unser Weingut kennen wir ja eigentlich schon zur Genüge. Da brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr groß hier so tun, als ob ich hier hoffen würde, dass wir da was finden. So. Das ist einfach nur eine Hütte. Ja, schade. Hätte ja sein können, dass hier auch was gibt. Und ich glaube, da vorne, ja, da sehe ich schon Arche Sporen. Na gut, dann würde ich sagen, hau mal den goldenen Pirol rein und dann los geht's. Auf zum bewachten Schatz. Okay, oh Gott, da explodieren die Dinger gleich wieder. Ich sehe das schon. So, warte mal, ich habe doch mein Gigni so extrem verstärkt. Vielleicht benutzen wir es dann mal. Das Ding ist ja, ich kann diese explodierenden Sachen eigentlich auch einfach kaputt machen. Zack. Ich glaube, der Vorteil ist auch, also ich glaube, das Ding funktioniert so mit den Arche-Sporen. Ich bin mir nicht 100% sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, mit den Arche-Sporen funktioniert das wie folgt. Die können, wenn sie ihren Kopf so quasi so in den Boden stecken, können die weitere Sporen ja pflanzen, sag ich mal. Also, kannst du mich mal anspucken kurz, meine Gute? Können die weitere Sporen pflanzen und dann können sie zwischen den Sporen hin und her wechseln. Quasi nach dem Motto, ja, so bewegen die sich halt fort. Ich glaube, so funktioniert das mehr oder minder und sie können die Dinger halt auch in die Luft jagen. Aber na gut. Zack, zack, zack. So zum Beispiel, aber wenn man da aufpasst, gibt man das auch nicht ab. Ich weiß bloß nicht, ob die dann wieder pflanzen müssen. Jetzt hat sie zum Beispiel gerade wieder was gepflanzt, aber gut, es hat ja jetzt auch nichts mehr gebracht. Sehr schön, das ging doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wächterrüstung, ich will nur ganz kurz das Zeug mitnehmen von denen. Die haben ja manchmal sogar Mutagene dabei, die kann man ja immer gebrauchen. So, zack. Und da haben wir den bewachten Schatz, schwerer Messingschlüssel und Brief auf elegantem Briefpapier. Hm, ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Interessant. Gucken wir doch mal. Jetzt habe ich den Brief gerade wieder nicht gekriegt. Ha, ärgerlich, aber gut, den kann ich ja jetzt auch nachlesen. Lies diese Anweisung sorgfältig durch, denn ich dulde kein Versagen. Erscheine morgen am abgesprochenen Ort und hol die nächste Lieferung Setzlinge ab. Wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen, Vermentino zu infizieren. Sei unbedingt pünktlich, denn die Gruppe aus dem anderen Weingut wartet. C. PS, vergiss den Schlüssel nicht. Oh. Das ist interessant. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Oh, Malachit. Scheinbar nicht, aber gut. Uns wurde ja schon gesagt, dass eventuell das Coronata-Weingut dahinter steckt. Werden wir mal gucken, ob wir da noch mehr zu herausfinden. Sehen wir uns dementsprechend dann, wenn wir... Ich meine, ich will ja sowieso dann auch mich gleich um die Probleme auf dem Coronata-Weingut kümmern. Aber wenn wir dann eh schon mal da sind... Beweg dich! Können wir ja gleich gucken, ob wir da Hinweise dazu finden. Inwiefern das Coronata-Weingut hinter den Setzlingen steckt. Die haben ja also Arche-Sporen gepflanzt. Interessant. Schon irgendwie mies, wenn wir mal ehrlich sind. Müssen wir mal gucken, wo der Schlüssel passt, auf jeden Fall.
Vielleicht irgendwo auf dem Coronata-Weingut. Schauen wir. Schauen wir mal. Ich bin jetzt am Überlegen, war das Vermentino-Weingut, war glaube ich von der Frau und das Coronata-Weingut von dem Mann? Oder andersrum? Ja gut. Ich glaube, das Vermentino-Weingut war das, was auf der anderen Seite des Flusses lag, also das von der Frau, genau. Deswegen, ja, ich glaube, so rum war das. Ich bin auch jetzt nicht 100% sicher. So, dann schauen wir mal weiter. Hier sind wir wieder am Weingut Castel Ravello, wo ja der Typ war. Ach, guck mal, da stampfen sie Trauben. Los, für den Wein. Würfelt die oder mixt die? Hier, der Besitzer wurde ja rausgeworfen von der guten Herzogin, wie wir noch wissen, weil der den San Real verkauft hat. So, ich muss aber auf jeden Fall hier mal irgendwie irgendwo entlang, Freunde. Gibt's hier auch einen ordentlichen Weg. Ah, schön viele Weinfelder haben sie schon hier. Ist das da hinten auch noch ein Weingut, das ich da in der Ferne sehe? Können wir ja auch mal vorbeischauen. Ich glaube, das hier rechts ist tatsächlich der Ort, wo wir... Ich kann mal ganz kurz gucken. Der Ort mit dem Baum, mit dem Verfluchten. Ja, ich glaube, da ist der verfluchte Baum. Und hier ist ja auch der Wolf von dem Holzfällerjungen. Auch wenn ich den gerade nicht sehe. Aber vielleicht ist er auch einfach Holzfällen, wer weiß. Oder mal auf dem Klo oder so. So, aber das Ding da vorne, bevor ich mich weiter um das Vermentino-Weingut kümmere, würde ich mich nur ganz gerne kurz mal hier umsehen, was das ist. Vielleicht gibt es hier ja auch einen Auftrag. Katharin anwesend. Katharin. Ich glaube, hier ist alles in Ordnung. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ja, das ist hier eine verlassene Stätte. Um die haben wir uns tatsächlich schon gekümmert. Sehr schön. Ich glaube, das war die mit dem... Wenn wir uns um die gekümmert haben, muss das die gewesen sein mit dem Waldteufel. Wo das Anwesen verflucht wurde, so mehr oder minder. So, eine verlassene Stätte. Was haben wir da jetzt? Ach, schon wieder Archesporn. Naja gut, wenn wir jetzt wissen, dass die gepflanzt worden sind, dann ist klar, warum es hier so viele Archesporn gibt. So, ihr könnt mich nicht vergessen, Freunde. Zum Glück ist hier, aus irgendeinem Grund, ist hier jetzt aber keine Knolle. Scheiße. Schande, danke. Da hat mich das Vieh gerade gerettet. Indem es mich angespuckt hat, hat es mich geheilt. Das wäre nämlich sonst extrem problematisch geworden. Oh, Alter, die setzen hier aber echt gerade viele Sporen, die explodieren könnten. Das finde ich echt gefährlich. Hinter mir? Hinter mir. So, das wär's dann erstmal mit mir. Das Problem ist... Ah, nee, tatsächlich. Wenn ich angespuckt werde, zählt das nicht als Treffer, weil es wahrscheinlich nichts abzieht. So, zack, Igni. Ah, Mist. Ah, ich dachte schon, das explodiert jetzt. So, sehr schön. Verlassene Städte befreit. Und dann warten wir jetzt darauf, dass die Leute zurückkommen. Immerhin etwas. Und die Zeit vergeht. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir so lange warten und dabei nicht mal unsere Tränke wieder auffrischen, aber okay. Was soll's? Und dass die uns einfach so hier sitzen lassen, ist auch irgendwie komisch. Aber okay. Soll so sein. So, dann nehme ich mir ganz kurz noch das Zeug von den Viechern mit. Grüne Mutagene, sehr schön. Ich finde es ein bisschen blöd, wenn man schon meditiert, dass dann nicht wenigstens die Sachen aufgefrischt werden. Weil man braucht ja ab und an schon ein bisschen was, ne? So, gibt es hier auch irgendwo so einen Wagen? Ja, da ist der Wagen mit den Leichen und da ist ja meist so ein Zettel auch dabei. Genau. Ja, so ist das meist. Ladislas. Sie haben die Fässer aus unserem Lager gestohlen. Wir müssen eine neue Ladung herstellen und zwar sehr schnell. Lies unsere Anweisung genau durch. Fälle 8 Kastanien. Verarbeite sie so schnell du kannst zu Brettern und schicke die Bretter in die Lauge. Suche dann 12 Akazien. Fälle sie und entferne die Rinde. Wir übernehmen die finale Behandlung der Kastanienbretter, sobald sie vom Auslaugen kommen. Schick die Jungs nicht alleine raus. Sie sollten mindestens zu zweit sein. Ich habe gehört, dass diese gierigen gelben Pflanzen überall aus dem Boden schießen können. Sie sind ein echter Fluch, also sei vorsichtig. Augustin Tonnelia. Ich hasse es. Manchmal sind die Aussprachen echt schwer. So Plötze. Weiter geht's. Ein Problem auf dem Vermentino-Weingut gibt es noch. Ein kleines Problem. Da machen wir da auch gleich Querfeld ein. Ich bleib mal lieber auf dem Weg. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg noch was. Oh Gott.
Ach, das sind Wölfe. Ich dachte schon, da sind es ein Banditenlager oder sowas. Das wäre dann tatsächlich sogar noch interessant geworden. Wir bleiben mal sicherheitshalber auf dem Weg. Weil auf dem Weg könnten wir tatsächlich noch einen Auftrag finden. So, ich glaube, das da war das Dorf, das wir befreit haben von Banditen, wenn ich mich recht entsinne. Und dann schauen wir doch mal hier weiter folgen dem Weg. Dann sollten wir zum letzten Problem kommen. Oh, guck mal, ein See. Ja, ich glaube aber den Weg, ich glaube, wir müssen da rüber zu dem Haus, kann das sein? Ja gut, dann gucken wir mal. Da drüben sind auch noch Zelte. Pass mal auf, dann gehe ich mal ganz kurz erst zu den Zelten und dann kümmere ich mich um das Problem. Das Problem kann jetzt auch noch 5 Minuten warten, denke ich. Ich will nur ganz kurz gucken, was bei den Zelten ist. Banditen? Ah, Banditen. Habe ich mir fast gedacht. Es wäre zu schön gewesen, wenn es einen Auftrag gegeben hätte, aber es sind nur dumme Banditen. So, hier. Nutze ich das doch mal. 3. Ah, die hat's nicht mal. Alter, die hat's nicht mal umgehauen. Ernsthaft? Die hat's nicht mal umgehauen. Naja. So, den erstmal. Oh, der lebt noch. So, dann jetzt das Art. Hau ich sie alle erstmal mit um. Sehr schön. Und stech sie langsam ab. So. Und jetzt nur noch du, mein Freund. Dann kriegst du jetzt ein Axi ab. Ah, okay, es hat er durchgehalten. Ah, er kann auch blocken, der Gute. Na gut, aber du alleine hast jetzt keine Chance mehr gegen den verdammten Hexer. Na, komm her. Zack. Und tschüss. Ah, das lief doch ganz gut. Banditen, ey. Ja, Banditen sind hier ganz relativ häufig, aber hier ist ja auch dieses Hansel-Lager in der Nähe. Da kann man erwarten, dass es viele Banditen gibt. Befehle auf blutigem Papier. Carlo, ich schicke dir eine weitere Gruppe von Landeiern, die große Träume vom Banditenleben haben. Bilde sie so sorgfältig aus, wie du nur es, wie nur du es kannst. Und schick mir die härtesten. Die anderen ertränkst du im Teich. Loth. Ja, und Loth ist dann wahrscheinlich der Banditenanführer hier in der Gegend, den wir erledigen müssen. Und den finden wir dann wahrscheinlich in der Hanse. Codex von Loth Halbblutshanse. Ja, da haben wir auch die Info jetzt. Wir sind angekettete Hunde in Jute. Wir müssen den Reichen in die Anwesen starren und vor Neid verrotten. Für ein paar jämmerliche Kronen müssen wir uns in ihren Feldern abrackern. Wir haben nicht mal einen großen Krieg oder eine Tragödie. Unseren großen Krieg kämpfen wir gegen uns selbst. Unsere Tragödie besteht in unserer bloßen Existenz. Unsere Ältesten haben uns im Glauben erzogen, dass wir unsere schwere Bürde eines Tages abwerfen würden. Aber das wird nie geschehen. Das wird uns allmählich klar. Und es lässt uns vor Wut kochen. Los, Hanse, gibt denen, die mitmachen, wenigstens etwas zurück. Sie zeigt ihnen, dass die Hanse ohne Schmerzen und Opfer nichts erreichen könnte. Dass sie als Mitglieder bekommen können, was sie sich immer gewünscht haben. Aber um es zu erlangen, müssen sie bereit sein, auf Leben und Tod zu kämpfen. Wenn man das erste Mal herkommt, muss man kämpfen. So viel zu Loth also. Den sollten wir uns auf jeden Fall holen in seiner Hanse. Ich überlege, ob es echt so gut ist, hier all das Zeug mitzunehmen. Sonst bin ich gleich wieder überladen. Ich sehe das ja schon kommen. So, dann kümmern wir uns mal um das letzte Problem auf dem Vermentino-Weingut. Wie gesagt, ich denke mal, da müssen wir da rüber zu dem Haus. Aber das Zelt kann man doch immer mal mitnehmen. So ein paar Banditen kann man ja immer mal schnetzeln, so nebenbei, ne? Wie gesagt, vor allem die Schwerter kann ich ja... Oh, Personen in Not. Lass mich raten, das sind dann wahrscheinlich auch Banditen. So ein paar Banditenschwerter kann man immer gut verkaufen. Oh ja. Ich glaube, es wurde ja auch sowas gesagt, dass irgendeiner vermisst wird auf beiden Weingütern. Einer, glaube ich, oder sogar mehr. Bin mir gerade nicht 100% sicher. So, kommt mal her. Kommt mal ein bisschen weg von den Typen. Ich will das Art benutzen. Sehr schön. Erledigt. Erledigt. So, und dann bleibst nur noch du. Zack. So, und das war's dann auch mit dir. Sehr gut. So funktioniert das. Alter, was hat der denn alles dabei? Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino.
Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Ein Schmied also. Naja, warum nicht? Komm. Gut, geh voran. Nicht, dass der nochmal irgendwelche Probleme bekommt. Und dann kann ich gleich mein Schwert reparieren oder beide Schwerter. Die sind ja jetzt doch ein bisschen benutzt worden in der letzten Zeit. Sehr schön. Damit haben wir uns eigentlich um alle Sachen auf Vermentino gekümmert. Super. Nun, kann ich dir irgendwie helfen? Naja, ich würde erstmal sagen, mich würde interessieren... Die glorreichen Zeiten des Weinguts sind wohl Geschichte. Hat schon bessere Tage gesehen, ja. Banditen sind nicht unser einziges Problem. Diese gelben Riesenparasiten werden immer mehr zur Plage. Herrin Mathilda tut ihr Bestes. Aber wenn die Leute Angst haben, rauszugehen und zu arbeiten, was soll sie machen? Na okay, Vermentino gehört also wirklich der Frau. Hatte ich doch recht. Sehr schön. Ja, diese Archesporen, wie gesagt, da haben wir ja so ein paar Infos. Denen müssen wir auf jeden Fall noch nachgehen. Aber jetzt erstmal. Na schön. Was hast du so? Kann ich bei dem ja gleich ein bisschen was verkaufen von dem Müll, den wir hier so aufgesammelt haben. Zack, zack, zack. Alter, hat der wieder mal viel Geld. Manche Leute, also die hier haben echt ordentlich Knete. Ich meine, ich könnte theoretisch auch Runensteine verkaufen, weil ganz ehrlich, die meisten Runensteine brauche ich sowieso nicht mehr. Ich stelle mir ja jetzt, wenn dann, noch Stahlschwerter her und davon ja auch nicht mehr so viele, ne? Also rein vom Geld her. Aber gut, ich würde sagen, einfach sollte mir am Ende tatsächlich Geld für irgendeine Rüstung fehlen, kann ich ja immer noch direkt beim Großmeisterschmied die Runensteine verkaufen. Der hat ja auch genug Geld. So, ich will nur mal gucken, hast du irgendwas Interessantes... Kann man den gleich vergleichen? Ja, wir haben auch einen Sattel halt, aber ich glaube, bessere Sättel gibt es fast gar nicht, oder? Nee, alles 90. 90, 90. Oh, warte. Oh, Tatsache, bessere Kapazität der Satteltaschen nehme ich mit. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Und wenn wir schon mal hier sind, kann ich dir ja gleich den Klumpatsch hier verkaufen. Da, die brauche ich nicht. Das brauche ich nicht mehr. Und weißt du was, die Greifentrophäen kannst du auch haben. Ich habe schon einen Greifenkopf. Ich brauche keine 5 Greifentrophäen am Ende. Sehr schön. Das ist doch nice. Ja, gut, dann würde ich sagen, reparieren wir mal noch ganz kurz. Zack. So, damit haben wir immerhin schon mal wieder 1000 Kronen. Danke, bis dann. Und dann würde ich sagen, legen wir natürlich die neuen Satteltaschen direkt an. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier bekommen? Ach so, wollte schon sagen, ich dachte, wir haben einen wichtigen Questgegenstand und ich habe es vergessen. So, okay. Ja, wie gesagt, wir könnten jetzt Mathilda Bescheid sagen, dass wir alles geschafft haben, aber wir wollen uns ja noch um Coronata kümmern und vielleicht auch rausfinden, ob auf Coronata noch was los ist, was die... Ja, oder ob Coronata dafür verantwortlich ist, dass hier Archesporen gepflanzt wurden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt da natürlich noch nicht hin. Vor allem, weil ich mir natürlich auch die doppelte Belohnung abholen will. Sondern deswegen kümmern wir uns jetzt um diese Sache, denn... Davon gibt es ja auch ein paar in der Nähe. Ja, genau, nämlich zwei. Einmal die Hansebasis und da noch etwas. Ich würde sagen, wir kümmern uns erst darum tatsächlich, weil mit jedem Banditen, den wir töten, schwächen wir ja im Endeffekt auch die Hansebasis. Also falls es sich dabei um Banditen handelt. Ich sag mal so, im Endeffekt, es gibt bei diesen Aufträgen auch Sachen, was wirklich Hexeraufträge sind. Oh, die neuen Satteltaschen sehen auch nicht schlecht aus. Was wirklich Hexeraufträge sind, die sehen so klein aus. Nicht, als ob da mehr reinpasst als in die letzten, um ehrlich zu sein. Also nochmal, es gibt auch Aufträge, die schlechter, die wirklich was mit Monstern zu tun haben, aber die meisten Aufträge drehen sich tatsächlich um Banditen, wo man jetzt natürlich fragen könnte, ob das Hexerarbeit ist, aber auf der anderen Seite, hier gehe ich lieber rechts, aber und hier links, aber auf der anderen Seite, wir haben schon so viele Banditen in unserem Dasein getötet, dass man da, oh hier waren wir tatsächlich schon mal, dass man da jetzt auch keine große Frage mehr stellen muss, denke ich, oder? Weil ich meine, wir haben schon so viele Leute umgebracht, also jetzt so zu tun, als würde ein Hexer sowas nicht machen, ist ja dann schon auch ein bisschen schwachsinnig, denke ich, ne? Oh, verdammt. Verdammt. Hier sind auch Banditen. Und der will auf mich schießen, oder? Zack, hier erstmal den Pfeil zurückgeschlagen. Und zack,
zack, zack. Wie lange soll ich noch warten? Die Leute wurden hier scheinbar von den Banditen angegriffen. Das ist immer das Problem mit meinem, mit meiner verdammten Mutation. Die ist zwar ganz geil, weil man da theoretisch echt, gerade gegen Gegner, die ein bisschen was aushalten, echt viel, echt hohen Schaden irgendwann austeilen kann. Aber jedes Mal, wenn mich so ein blöder Bogenschütze trifft... Oh, guck mal, die kämpfen sogar mit. Sieh mal einer an. Wenn mich so ein blöder Bogenschütze trifft, ist mein Schaden wieder unten. Das ist so nervig. So, hier, das hast du jetzt davon. Oh, da liegt einer. Sag mal, wer hat mich jetzt getroffen von denen? Doch, ist da einer von Bandit überhaupt? Sag mal, ist hier irgendwo noch ein Bogenschütze oder was? Warte mal kurz hier. Zack. Da hinten ist noch ein Bandit. Wer von denen ist ein... Von denen ist keiner ein Bandit. Okay. Jetzt sind alle tot. Okay. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Okay, interessant. Die scheinen da echt eine Statue zu bauen. Na gut, okay. Mal sehen, ob wir deren Fertigstellung irgendwann noch sehen werden. Wir machen natürlich mal das Feuer hier aus. Ob wir deren Fertigstellung irgendwann mal noch sehen werden. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ja, auch bei dir, bei diesem Auftrag hier handelte es sich um einen Auftrag, wo ich mal sage, da werden wir das große Ganze erst später erkennen. Das hatte ich ja schon mal bei einem Auftrag gesagt, falls ihr euch erinnert, dass das noch, oder dass das erst geklärt, später geklärt wird. Das hier ist leider auch einer davon. Also was heißt leider? Ich meine, im Endeffekt kann man ja auch ein bisschen schon vorher was machen, ne? Aber worum es genau geht, was die da für eine Statue bauen, das werdet ihr erst später rausfinden, sag ich mal so. Und jetzt wollte ich ja aber eigentlich mich weiter dieser Sache widmen. So, und ich glaube, ich muss hier jetzt quasi querfeld ein. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Oder beziehungsweise Weg hin. So, ich hau mir mal noch schnell einen Pilz rein. Ein Ritter in Not. Lass mich raten, dann sind das ja wieder Banditen, oder? Hat er hier sein Lager aufgeschlagen oder Banditen angegriffen, ist doch die Frage. Der Wein wird sauer, achso. Oh, der dahinter liegt. Zack, das war sehr gefährlich, weil der mich fast getroffen hätte, der Typ. Aber geht. Sehr schön, zack. Mach ihn fertig, Ritter. Sehr gut. Ich danke dir noch einmal, dass du mich gerettet hast, mein Freund. Bitte, bitte, kein Problem. Ich glaube fast, sieht eher aus, ja, das ist ein Banditenlager. Der Ritter würde wahrscheinlich keine Palisaden hier aufstellen. Und vor allem keine Käfige, denke ich. Gut, dann geht's jetzt auf zum Hanse-Versteck. Ist ein bisschen blöd, dass jetzt Nacht ist. Da sieht man nicht so viel auf der anderen Seite. Huch. Da kommen Pfeile. Auf der anderen Seite ist es vielleicht sogar besser, weil die Banditen dann schlafen. Alle gemeinsam, zugleich. Außerdem muss ich sagen, man sieht ja echt genug. Sag mal, wie viele sind denn das? 3 Stück, Alter. Ernsthaft, jetzt habe ich das Zeichen genau im falschen Moment gewirkt. So. Ganz ruhig, Freunde. Eure Pfeile können mir nichts. Du wagst es, auf mich einzuhauen? Auf mich? Ich hab noch gar nicht auf dich eingehauen, jetzt erst. Und das war's dann auch mit dir. So, und jetzt du noch, Freundchen. Du ziehst hier gar nichts erst, Freundchen. Was denkst du? Denke ich auch. Und tschüss. Die sind hier wohl die Vorhut der Hanse-Basis. Okay, da muss ich aufpassen. Vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen vorbereiten. Aber ich muss erstmal eh gucken, wie es überhaupt zu dieser Basis reingeht. Die Eingänge sind natürlich meist auch bewacht und da kann man sich dann einen kleinen... Also ich sag mal so, wir werden uns nicht reinschleichen können, so viel verrate ich mal schon, aber wir werden uns auf jeden Fall einen Überblick verschaffen können. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht zu dunkel, aber der Mond scheint ja auch recht hell heute. Ich finde, der Mond ist riesig hier in dieser Welt, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. So, ich hau mir schnell noch einen Pilz rein, wir sind nämlich gleich da. Und dann gucken wir mal, ich höre auf jeden Fall nichts, das ist ungewöhnlich... Ich vermute mal fast, die sind hier drunter. Die sind in diesen Höhlen, oder? Ja, ich glaube, die sind in diesen Höhlen. Ist natürlich jetzt die große Preisfrage. Ja, hier haben wir auch ein Gitter, wo der Eingang ist. Da ist ein Höhleneingang. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Da sind auch irgendwelche Viecher. Das scheinen keine Banditen zu sein. Nee, das sind
Spinnen. Ach, guck mal, sie sind zurückgekehrt. Ich erinnere mich. Lasst mich in Ruhe, ich will mich um die Hanse kümmern. Die Spinnen sind hier also zurückgekehrt. Na geil, da hat sich das ja damals voll gelohnt, als ich mich darum gekümmert habe. Ich will mich doch nur, ich mich vielleicht von der anderen Seite nähern, ohne dass mich diese Spinnen nerven. Ich will jetzt echt nicht unbedingt nochmal diese Spinnen bekämpfen. Das macht nun wirklich keinen großen Spaß, wenn wir mal ehrlich sind. So, oh, ich glaube aber... Ja, hier ist zu, okay. Wir müssen einen anderen Eingang finden. Oder einen Schlüssel bekommen. Das war gut, Geralt. Schauen wir mal. Okay, dazu muss ich mir das ganze Layout aber mal angucken. So, da ist die Hanse. Leider kann man hier nicht mit seiner Armbrust quasi so einen Bogenschützenattentat machen von oben. Wenn ich überhaupt erstmal wieder die Lücke... Ah, hier, guck mal. Auf die ganzen Leute. So, in der Richtung geht die Höhle weiter. Das heißt, da muss ja auch irgendwo hoffentlich ein Eingang sein. Ich sollte aufpassen, wo ich langlaufe. Boah. Hier ist aber auf jeden Fall noch die Höhle. Aber es ist auch gerade so uneinsichtig hier in diesem Wald. Das liegt gar nicht mal so an der Dunkelheit, sondern mehr daran, dass es ein verdammter Wald ist. Ich glaube aber, hier sind wir noch ganz gut, oder? Ah, da ist ein Banditenlager. Das klingt doch gut. Klingt doch schon mal gut. Ich nehme erstmal Quen. Und guck mal, da sind sie. Ah, da kommt schon wieder einer mit dem Bogen. Ich wusste es. So, ah, und hier ist auch ein Eingang. Das wird dann wahrscheinlich der Eingang zur Basis sein hier. So. Erledigt. Ach, natürlich. Erstmal den Bogenschützen da. Ja, ja, das habe ich. So, dann zur Seite. Dann das Art. Jetzt kann ich den Typen da mal ganz flott erledigen. Der ist mir ein bisschen zu weit geflogen. Oder auch nicht. Jetzt ist er tot. Einfach Beine abgeschnitten. So war ja nicht noch einer da. Zack. Da ist das Axi jetzt eigentlich, glaube ich, besser. Vor allem die da können sowieso nicht mit dem Art umfallen. Die Hammerträger. Die sind quasi Art immun. Also nicht immun, aber... Ja, sehr gut. Das hat auch so geklappt. Zack. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie wir in dieser Hand... Achso, erstmal kann ich mir natürlich noch mitnehmen, was hier im Banditenlager ist. Jetzt wird es interessant, weil jetzt geht es an die Hanse-Basis. Vielleicht sollte ich mir da aber einen Katzetrank reinpacken. Mal gucken. Nehmen wir hier erstmal alles mit. Vor allem das, was eigentlich das Banditenlager sein soll. Das hier wahrscheinlich, ja? Nasser Brief, der nach Seife riecht. Na, dann lass mal sehen. Balastro. Du und deine verschissenen Helfer verdienen 1000 harte Peitschenhiebe auf die blanken Ärsche für das, was ihr gestern Abend verzapft habt. Ich habe dir befohlen, genießbares Essen für unsere Bande zu kochen. Von dem, was ihr da angerührt habt, kam es sogar am Maurer vorne und hinten raus. Obwohl der sonst auch Essig und saure Ziegenmilch abkann. Was habt ihr da reingetan, Hundescheiße? Wenn irgendeiner von euch den Topftöpfen nochmal zu nahe kommt, schlage ich ihm persönlich den Kopf ab. Morgen will ich euch verdammte Küchenmannschaft am Fluss sehen. Ihr werdet die vollgeschissenen Hosen der Hanse waschen, bis euch die Hände bluten. Loth. Na, der ist ja ein netter Typ. So. Dann würde ich sagen, ich würde mal sagen, wir bereiten uns tatsächlich mal ein bisschen vor, weil in der Hanse laufen logischerweise ganze Menge Leute rum. Wir packen auf jeden Fall das überlegene Gift der Erhängten rauf. Und wisst ihr was, wir können doch eigentlich mal wieder einen Absud reinhauen. Vielleicht habe ich tatsächlich, habe ich nicht irgendwo erlittener... Die Schadenresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist, das ist gegen viele gar nicht schlecht. Feinden zugefügter Schaden ist auch nicht schlecht. Vielleicht haue ich mal wieder einen Absud rein. Jeder Getötete... Oh, das ist eigentlich gut. Den Schaden kritischer. Erhöht die Chance. Jeder eigene Treffer erhöht die Angriffskraft oder Schaden erlitten wird. Ja, das Problem ist also, das ist im Prinzip das gleiche, was unsere Mutation ist. Bloß das Problem bei vielen Banditen ist, dass man schnell mal Schaden erleidet. Deswegen ist das nicht ganz so sinnvoll. Ja gut, ich könnte die Mega-Kombo wieder benutzen. Starke Schläge, nee. Nee. Nee, danke. Tja, ich würde fast sagen, wir erhöhen unseren Schadensoutput für jeden getöteten Gegner. War das das? Wo war das jetzt nochmal? Welcher war das nochmal? Welcher verdammte Absud? Es gibt zu viele Absude. Jeder getötet. Genau, machen wir das hier. Zack, rein damit. Und wisst ihr was? Dann hauen wir noch das rein. Dann werden wir irgendwann quasi unverwundbar sein.
Sag, wie sieht's mit unserer Toxizität aus? Wir können locker noch Schwalbetränke reinhauen, sehr schön. So, dann würde ich sagen Nordwind, weil das kann gegen Menschen auch meist ganz gut sein. Und dann nichts wie rein da. Und uns mal um die Typen kümmern. So, Freunde, brauche ich hier eine Katze? Oh, es ist eigentlich relativ hell mit den ganzen Lampen hier. Laternen, was auch immer. Ja, kommt mal her, Freunde. Oh, da will einer wegrennen. Der da will wegrennen. Den müssen wir uns mal holen. Der will nämlich verdammt nochmal Alarm schlagen. Ja toll, das hat sehr viel gebracht. Ich wollte den eigentlich mit einer Nordwindbombe, sehr schön, einfrieren. Der will nämlich Feuer machen, der gute Typ. Und wenn er das schafft, dann gibt es echt viele Banditen. So, jetzt ziehe ich mich mal ein bisschen zurück, hier wieder an den Anfang der Höhle. Jetzt habe ich natürlich alle Typen aufgeweckt, falls die tatsächlich geschlafen haben. So, Freunde. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Hier war doch irgendwo eine Brücke. Okay, die war noch ein Ticken weiter hinten. Jetzt wäre das Eisart nicht schlecht. Aber okay. Da hinten wäre auch ein Fass zum in die Luft jagen. Ah, ausgerechnet der vor mir fliegt natürlich nicht um. Aber ich kann so auch mein Schadensoutput erhöhen. Sehr gut. Und zack. Wieder einer tot. Sehr schön. Dadurch erhöhe ich halt auch meine Lebensenergie-Regeneration, falls ich doch mal getroffen werden sollte. Ach, noch nicht genug Ausdauer für ein verdammtes Art. Das haut aber schon ganz gut rein. Okay, wie gesagt, das Wichtige ist... Nein! Oh, gut. Das Wichtige ist tatsächlich... Das ist gar nicht die Brücke, verdammt. Das war schlecht. Du gehst von rechts ran. Das Wichtige ist tatsächlich... Nein, verdammt, noch eins. Bitte was? Ein Erpel? Ich wollte jetzt gerade eine schöne Bombe setzen, muss ich sagen. Zack. Jetzt aber. Und zack. Ach Mist, jetzt habe ich ausgerechnet die Typen befreit hier. Ah, die sehen schon mal gar nicht so gut aus, die guten. Und zack, wieder einen erledigt. Dadurch wird unsere... Guckt mal, da brauche ich nicht mal einen Schwalbetrank bei der erhöhten Vitalitätsregeneration, die ich jetzt habe. Das ist sehr schön. Bei so vielen Gegnern, die man tötet, lohnt sich das. So, bei dir nehme ich lieber tatsächlich sogar das Axi. Zack. Und gleich war's das mit dir. Na, komm her. Und tschüss. Ach, komm schon. Und tschüss. Sehr gut. Damit hätten wir doch schon mal ein paar ausgeräuchert hier. Aber das war natürlich noch nicht alles. Vor allem fehlte noch der Anführer der Hanse hier in der Gegend. Nämlich, wie wir ja schon herausgefunden haben, Lof Halbblut. Um den wollen wir uns natürlich auch noch kümmern. So ist die Frage, ob hier... Ich will aufpassen, da oben ist auf jeden Fall einer. Den habe ich gerade gehört. Und da ist auch irgendwo einer. Ich muss natürlich verhindern, dass die mich am Ende von hinten angreifen können. Das wäre sonst echt schlecht. So, dann gehen wir mal wieder... Oh, ein Bogenschütze. Aufs Art. Sehr schön. Guckt mal, was da kommt. Da kommen ja noch mehr von denen. Alter, sind aber viele. Aber wie gesagt, an sich ist es gar nicht so wild. Das erhöht... Jeder Getötete erhöht meine Vitalitätsregeneration. Leider hat der Typ mit seinem blöden Bogen mich jetzt erwischt. Das ist nicht ganz so geil. Den muss ich vielleicht als erstes tatsächlich erledigen. Der kleine graue Hexer. Toll, jetzt liegt der da hinten. Da komme ich nicht hin. Ich hoffe mal, der kommt da wieder raus. Sonst wird das gleich ein bisschen ein Problem mit dem. Aber ich bin zumindest noch nah genug. Sehr schön, der stirbt. Ich bin zumindest noch nah genug, dass er nicht seinen Bogen wieder zieht. So, Freundchen. Ich glaube, das könnte ein Problem werden hier. Ah, okay, geht alles. Ja, komm, stirb doch einfach. Danke. Macht es mir gerade echt nicht einfach. Oh, schön. Ein bisschen Erz und so. Eigentlich brauche ich das meiste nicht. Erz kann ich mal mitnehmen. Und Schwerter, die kann man gut verkaufen. Aber der Rest ist jetzt nicht ganz so wichtig. So, das Schöne ist, ich brauchte bisher noch keinen Schwalbetrank. Einfach durch unseren Absud. Das ist echt gut. Das ist echt gut mit dem Absud. So, weiter geht's. Wo ist Loth Halbblut? Der wird wahrscheinlich ganz am Ende sein. Dieser verdammten Hanse. Jetzt geht's hier hoch. Ach, hier geht's theoretisch, hier geht's, okay.
Hier geht's theoretisch zu dem Feuer, zu dem Signalfeuer. Okay, Freunde, das wird jetzt ein bisschen gefährlich hier. Zack. Lass mal den erledigen. Ja, eine Art Magier. Das ist jetzt doof, dass ich den Kampf hier auf die Treppe verlagert habe. Das war knapp. Da hätte er mich beinahe erwischt. Ah, verdammt. Hier auf der Treppe zu kämpfen ist echt nicht einfach. Vor allem gegen den. Da brauche ich ein bisschen Abstand eigentlich. Und tschüss. Also geht doch... Ah, verdammt. Jetzt bin ich überladen. Okay, jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr ganz so viel aufnehmen. Vielleicht haue ich mal... Das wiegt auch nicht so viel. Können wir es mal ganz kurz nach Gewicht ordnen hier. Die Dinger wiegen viel. Und die sind nicht mal so viel wert. Dann haue ich doch die weg. Wie die Schwerter, die komischen Nagelkeulen hier. Dann nehme ich aber jetzt nur noch die Schwerter und nicht die Nagelkeulen. So, wo ist Love Halbblut? Ah, ich glaube, da vorne sieht gut aus. Ah, guckt mal, das muss er doch sein, der Hanse-Anführer. Ah, ich habe mich hier durchgekämpft, mein Freund. Zack. Ich würde mal vermuten, dass ich gegen den mit dem Axi nicht den automatischen Kill kriege, aber okay. Na komm. Guck mal, ein Axi. Zack. Und zack. Na komm. Und zack. Ah. Das gefällt mir. Ich glaube, ich habe ihn etwas vergiftet oder zum Bluten bringen können. Eins von beiden. Ich glaube, vergiften würde man tatsächlich sehen, aber bluten könnte tatsächlich sein dann. Hast du nicht gerade noch deine Leute irgendwo hingeschickt, weil sie... weil die Leute sich alle eingeschissen haben wegen irgendwas zu essen? So, sehr schön. Loth Halbblut wäre erledigt. Das gibt eine ganze Menge Geld, glaube ich. Loths Tagebuch. Die meisten Einträge sind unleserlich. Einige Seiten sind mit Tinten und Fettflecken bedeckt. Tag 143. Wir werden immer beliebter. In jüngster Zeit strömen sie uns Scharen herbei, um unserer Hanse beizutreten. Ich musste sogar schon einige wegschicken. Leider sind die meisten hohlköpfige Taugenichtse. Wenn man die eine Karawane überfallen ließe, würden sich sogar die Pferde vor Lachen einpissen. Darum habe ich die Ausbildung der neuen Rekruten Carlo übertragen. Er hat südlich des Luxfelsens, bei dem die Hexe ein Lager aufgeschlagen... ein Lager aufgeschlagen. Ich verabscheue diese alten Weiber wie Pesthauch und würde ihr gerne einen Scheiterhaufen bereiten, aber nach dem, was auf dem Kötterin-Anwesen geschehen ist, ich verwette meine Kronjuwelen darauf, dass das ihr Werk war. Also lässt man sie am besten in Ruhe. Oh ja, da hat er recht, auf jeden Fall. Tag 167. Es ist entschieden. In 2 Tagen wird alle Welt nur noch vom Ritt meiner Bande durch Fuchstal reden. Meine Jungs brauchen etwas Kurzweil, der schreibt nicht viele Nebensätze. In Fuchstal gibt es viele Männer auszuweiden und viele Frauen zu vergewaltigen. Das wird ein Spaß. Es geht das Gerücht, dass in dieser Gegend Tontöpfe aus dem Boden wachsen. Wenn das stimmt, stelle ich ein paar dieser Bauern zusammen, damit sie die Töpfe ausgraben und wir ein Geschäft aufmachen können. Heutzutage muss man als Unternehmen flexibel sein, also satteln wir um. Statt Kaufleute und Ritter zu metzeln, verkaufen wir Teetassen. Na, das war ja auch nicht so gut. Tag 182. Ich dachte schon, mein Geist versucht sich durch meinen Hintern zu verdrücken, so übel haben unsere Küchenleute das Essen versaut. Als wir danach von Rittern angegriffen wurden, war keiner unter uns mehr stark genug, ein Schwert zu halten. Wir müssen dringend einen richtigen Koch besorgen. Gefährlicher als ein Idiot mit Schwert ist nur ein Idiot am Kochtopf. Vielleicht ist ein kurzer Überfall auf die Taverne zum Basilisk die Lösung. Wie herrlich wären da ein paar Meeresfrüchte nach dem ewigen Eintopf. Na gut, hier gibt's noch ein paar Floreen. Gibt's hier sonst noch was mitzunehmen? Ja gut, das brauche ich eigentlich nicht mitnehmen. Ich sollte vielleicht wirklich nur noch das mitnehmen, was ich auch brauche. Scheuklappen brauche ich nicht. Oh, noch nicht überladen. Zack. Was haben wir da noch? Die vollgeschissenen Hosen. Oh, da kann ich sogar auch noch mitnehmen. Sehr schön. Gut. Was haben wir da noch? Ein goldenes Kästchen. Kann man alles verkaufen. Da gibt es noch Geld. Ein paar Floreen. Noch ein paar Floreen. Können wir alle umtauschen bei Vivaldi. Ist nicht, weil Vivaldi ist Gianfanelli, oder? Und da kommen auch die Ritter. Jetzt, wo alles getan ist, kommen die Leute aus Toussaint, ne? Muss man sich mal ergeben, einfach.
Nun gut, dann hätten wir das erledigt. Da jetzt aber eh noch Nacht ist und jetzt hier alles safe ist, würde ich sagen, meditieren wir hier mal eine ganz kurze Runde. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier schön am Lagerfeuer. Ich hoffe bloß, das Ding fliegt jetzt nicht gleich in die Luft, das wäre es noch. Ich sehe das schon kommen. Zack, sehr schön, alles wieder aufgefüllt. Und dann würde ich sagen, soll es das von dieser Folge gewesen sein. Und in der nächsten werden wir uns dann endlich daran machen, auch das Manticore-Schema hier ganz in der Nähe zu finden. Aber das und vieles weitere erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin, ciao.